schön euch zu sehen. Hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Lang ist her. Vielleicht fragen sich manche, was ist denn das für ein Typ, der da rumläuft? Ich bin Markus. Ich war ganz am Anfang vom Online-Kigo der Spielemaster. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, ganz am Anfang mit Hallo, ich bin der Hannes, haben wir gestartet. Hallo, ich bin der Hannes. Und heute ist mein Freund Josh euer cooler Spielemaster. Mega, dass ihr noch am Start seid. Mega, dass ihr dabei seid. Letztes Jahr im Sommer, vorletztes Jahr, heute ist ja der 1. Januar, vorletztes Jahr im Sommer, wurde ich dann verabschiedet vom Online-Kindergottesdienst, weil ich mit meiner Frau mich aufgemacht habe nach Afrika, nach Sambia. Hier bin ich jetzt in diesem schönen Land. Bei uns scheint mega die Sonne, es ist das beste Wetter. Es hat gerade eben ein bisschen geregnet. Bisschen arg sogar. Und meine Familie, zu der gehören meine Frau Jana und unsere kleine Tochter Malia. Wir sind zusammen hier in Sambia als Missionare. Was ist eigentlich ein Missionar? Was Missionare so alles machen, seht ihr im nächsten kleinen Clip. Viel Spaß damit. Geht hin in alle Welt. Mission ist keine Erfindung von Christen. Sie ist ein Gebot Gottes, sein Auftrag an uns. Er baut sein Reich und nimmt uns mit hinein. Unsere Welt braucht Hoffnung. Wir laden gerne Menschen zum Glauben an Jesus ein. Und wir bieten soziale und praktische Hilfe an. Beides zusammen ist Mission. Mission geht nur gemeinsam. Nicht jeder kann als Missionar ins Ausland gehen, aber jeder kann Missionar sein. Hilf mit, damit andere gehen können. Ein Missionar ist also gesandt von Gott zu anderen Menschen, um ihnen Gottes Liebe und Gottes Hoffnung weiterzugeben. Und das tut man, indem man anderen Leuten hilft und sie zum Glauben an Jesus Christus einlädt. Genau das machen wir auch hier in Sambia. Und wir sind hier nicht alleine, wir sind zusammen mit der Familie Mambue, mit dem Ehepaar Mambue und der Familie Meyer. Mika Meyer habt ihr schon kennengelernt, er stellt mir immer die coolen Fragen. Und wir sind hier gesandt, um anderen Menschen was von Gott weiterzugeben. Aber man kann auch Missionar sein, wenn man in Deutschland ist. Nämlich da gibt es ganz viele Missionare, nämlich Leute, die uns unterstützen, die für uns beten. Und so kannst auch du ein Missionar für Gott sein. Wir, meine Familie und ich, wir sind Missionare in Lusaka in Sambia. Lusaka ist die Hauptstadt von Sambia und Sambia liegt im südlichen Afrika, also südlich vom Äquator. Deswegen sind bei uns die Jahreszeiten auch umgedreht, deswegen ist bei uns gerade richtig heiß und bei euch liegt vielleicht sogar Schnee. In der Hauptstadt Lusaka wohnen ungefähr 3,3 Millionen Menschen oder vielleicht auch nur drei. Hier in Lusaka gründen wir eine neue Gemeinde. Eine Gemeinde, in der Menschen ganz viel von Jesus erfahren können, wo Menschen Jesus erleben können, wo sie mit ihm unterwegs sein können. Warum braucht es eine neue Gemeinde? Wir gründen hier eine neue Gemeinde, weil hier der ganze Stadtteil, ganz Kwamwena, ist ganz neu. Vor ein paar Jahren war hier noch eine große Farm, war alles voll mit Äckern und dann wurde ein neuer Stadtteil gebaut. Jetzt wohnen tausende Menschen hier und die sind alle neu. Die haben noch keine Freunde, viele von denen. Die wissen auch nicht, ob sie irgendwo in eine Gemeinde gehen können, weil sie die Gemeinde, in der sie früher waren, die ist jetzt zu weit weg. Und deswegen haben wir beschlossen, hier eine neue Gemeinde zu gründen, in der junge Menschen sich richtig wohlfühlen und wo sie Jesus erleben können. Wir sind mega dankbar, dass schon viele Leute kommen zu unserer Gemeinde und sind gespannt, was Gott noch so vorhat. Gibt's auch was für Kinder? Neben den Gottesdiensten haben wir einen Jugendkreis und da freuen wir uns mega, dass 15, 20 Jugendliche, je nachdem, manchmal kommen und da Jesus kennenlernen können. Dass sie viel Spaß haben können bei Spielen, dass sie Zeit haben können, um ja, einfach miteinander unterwegs zu sein, aber auch Jesus kennenlernen können. Wir nehmen jedes Mal die Bibel in die Hand, lesen in der Bibel und hören coole Geschichten und was Gott so mit ihnen und ihrem Leben vorhat.
Hier in Comwena gibt es auch ganz viele Kinder und deswegen ist auch ganz klar, dass wir es für Kinder anbieten müssen. Und ihr kennt mich im Online-Kigo, da ging mein Herz auf, anderen Menschen, vor allem Kindern, was von Jesus zu erzählen. Und das Gleiche machen wir hier auch wieder. Wir haben Kindergottesdienst, ähnlich wie Online-Kigo, nur ganz präsent, so in echt zwei Gruppen, in denen Kinder ganz, ganz viel Spaß haben können, in denen sie was von Jesus hören können. Und jetzt ganz neu im Januar wollen wir mit einem Kids-Club sowas ähnliches wie eine Jungschar starten und sind gespannt, wie wir hier Kindern von Jesus erzählen können, die dann hier nochmal am Samstag zu uns kommen und zwei Stunden eine gute Zeit mit uns. Was gefällt euch an Sambia? Sambia gefällt uns mega gut. Es gibt hier sehr, sehr, sehr freundliche Leute. Die Menschen sind hier ganz, ganz nett. Sie helfen einem, wo sie können. Und es ist ein Land, in dem es richtig schöne Tiere gibt. Wir haben schon Zebras gesehen, wir haben Elefanten gesehen, wir haben Giraffen gesehen. Sonst auf unserem Gelände gibt es Frösche, Geckos, Eidechsen und so. Und in Sambia gibt es ganz, ganz leckeres Essen. Zum Beispiel ist hier einer unserer Bananenbäume. Oder hier hinten seht ihr noch eine Papaya. Sie wachsen alles bei uns einfach. Zitronen, Orangen, Mango-Saison ist gerade. Das ist super lecker, so leckere Mangos essen zu können. Frisch vom Baum, das ist ganz schön toll, deswegen wir mögen Sambia echt arg. Vermisst ihr auch was? Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr wart vielleicht mal auf einem Zeltlager oder irgendeinem Camp und es ist mega cool da zu sein. Man fühlt sich mega wohl und trotzdem vermisst man manchmal was. Wir hier in Sambia, uns geht's richtig, richtig gut. Wir haben, was ich gerade eben schon erzählt habe, so coole Leute. Man kann hier fast alles kaufen, was man in Deutschland vielleicht auch gerne mag. Was wir wirklich vermissen, ist gutes Brot. Brot backen ist nicht die größte Stärke der Sambia. Deswegen backen wir ganz viel selber Brot und dann wird es zumindest ganz, ganz leckeres Brot. Und das vermissen wir schon. Aber wir sind auch mega dankbar, dass wir das dann selber machen können. Für was können wir beten? Oh, es wäre einfach mega, wenn du für uns betest. Ganz konkret kannst du für ein paar Sachen beten. Ganz, ganz vorne angefangen. Wie gesagt, wollen wir bald ein Kids Club anfangen. So eine Art Jungschar. Kannst du beten, dass wir viele Kinder hier einladen können, dass wir ein cooles Programm für sie machen können, dass sie Jesus kennenlernen können. Dann kommen im Januar auch 4 Freiwillige von Deutschland, die uns für 3 Monate unterstützen und hier die Missionsarbeit in Sambia kennenlernen. Für die dürfen wir Anleiter sein und somit auch mit denen unterwegs sein. Und so möchten wir dich auch bitten, dass du dafür betest, dass es richtig, richtig gut mit ihnen wird. Dann, weil unsere Kirche von Woche zu Woche viel kleiner wird, weil immer mehr Leute kommen, haben wir eine Baustelle. Wir bauen ein neues Kirchengebäude und für dieses neue Kirchengebäude, das bauen wir nach und nach, wie es Geld reinkommt und dementsprechend brauchen wir Geld dafür, aber auch viel Weisheit, was wir anpacken, wann der nächste Schritt dran ist und wie es weitergeht. Und ganz zu Ende darfst du noch dafür beten, Familie Meier, mit denen wir zusammen hier sind, die werden dieses Jahr im Sommer nach Deutschland zurückgehen. Und dann werden wir hier mehr Verantwortung übernehmen. Und das ist schon ganz schön herausfordernd für uns. So viel Neues. Bei so viel Neuem, da kommt mir ein Mann in Gedanken, der auch ganz viel Neues erlebt hat. Lass mich euch mit da reinnehmen. Der Mann, der mir bei so viel Neuem in den Sinn kommt, das ist der hier. Den hier kennt ihr vielleicht besser, wenn ich die zwei noch neben dran stelle. Genau, es ist Josef. Maria, Josef und Baby Jesus. Und Josef hat ganz viele neue Sachen erlebt. Zum Beispiel kam ja irgendwann vor der Geburt der Engel bei ihm vorbei und hat gesagt, hey Josef, Maria wird ein Kind bekommen und es ist wirklich Gottes Sohn. Später kamen dann die Weisen vorbei, die manchmal auch drei Könige genannt werden. Die Weisen aus dem Morgenland kamen hergeritten auf ihren Kamelen, haben Jesus Geschenke gegeben. Und als sie aber gegangen sind, da kam wieder ein Engel vorbei, kam wieder zu Josef und hat gesagt, Josef, pass auf, der König Herodes, der will Jesus töten. Und deswegen wurde Jesus von Maria und Josef mitgenommen und die sind nach Ägypten gegangen, wieder zu einer ganz neuen Situation. Also bei Josef war ganz, ganz viel anders. Am Anfang kam der Engel und hat gesagt, hey, du bist jetzt ein Papa. Plötzlich was ganz Neues. Und dann, als das Kind dann endlich auf der Welt war,
Dann mussten sie schon fliehen nach Ägypten. In ein ganz neues Gebiet, in ein ganz neues Land. Alles war neu. Und vielleicht kennst du das auch manchmal, dass du irgendwie nicht ein Engel bei dir vorbeikommt, aber dass du das Richtige machst. Das, was Gott dir sagt. Vielleicht nicht über einen Engel, vielleicht kommt ein Engel bei dir vorbei. Aber du genau weißt, durch einen Kindergottesdienst, durch einen Online-Kigo, durch deine Jungscha, durch deine Eltern, was richtig ist und was Gott gefällt. Und du sagst, ich will das machen. Und dann machst du das und dann wird trotzdem alles ganz anders und ganz neu. Und von Josef kann ich da lernen, dass auch wenn Dinge ganz anders wurden, wie er sich gedacht hat, dass Dinge ganz neu wurden, dass er trotzdem Gott vertraut hat. Er hat Gott vertraut, als er nach Ägypten gegangen ist, mit dem kleinen Kind und seiner Frau. Irgendwie in ein anderes Land, wo er niemand gekannt hat. Er hat Gott vertraut und er wusste, dass es gut ist. Am Ende nach dieser Zeit kam wieder ein Engel zu Josef und hat gesagt, Josef, du kannst wieder zurückkommen. Herodes ist gestorben. Der Mann, der deinem Kind Böses wollte, der ist gestorben. Und Josef hat auf Gott vertraut und gesagt, okay, dann gehe ich zurück. Und dann ist ihm aber aufgefallen, aber jetzt, wenn ich zurück nach Bethlehem gehen soll, da regiert ja der Sohn von Herodes, der meint ja wieder vielleicht böse mit meinem Baby Jesus. Und ich sagte, ja Gott, ich traue mich das nicht. Ich vertraue dir zwar, aber ich habe Angst. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, okay, wenn du Angst hast, ist gar kein Problem, dann lass uns einfach weitergehen. Dann geh doch einfach weiter nach Nazareth. Und so ist Jesus mit Maria und mit Jesus dann nach Nazareth gezogen und da ist Jesus aufgewachsen. Also Josef hat auf Gott vertraut und hat gesagt, Gott, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und selbst wenn ich Angst habe, dann rede ich mit dir und dann mache ich das, was du sagst. Und da hat Gott dann seinen Plan ein bisschen geändert und gesagt, okay, könnt ihr zurück nach Nazareth gehen. Das könnt ihr alles nachlesen in Matthäus, im Matthäus Evangelium Kapitel 2 steht das. Die Geschichte, wie Josef auf Gott vertraut hat. Und wisst ihr was? Weil Josef das, wo auf Gott vertraut hat, in all den neuen Sachen, vertraue ich ganz mutig auf die neuen in den neuen Sachen. Neu war zum Beispiel bei mir, dass ich in Sambia gekommen bin mit meiner Familie. Alles neu, eine neue Sprache, ein neues Land. Aber Gott hat gesagt, hey, ich bin mit dir, vertraue mir. Und dann vertraue ich ihm. Auch dieses Jahr, es sind ja alle Sachen ganz, ganz neu. Neue Kids Club, diese neuen Freiwilligen, die kommen, dass die Familie Meier geht und wir Verantwortung übernehmen. Ganz viele neue Sachen. Und wieder sage ich, okay Gott, wenn du sagst, ich soll das machen, dann vertraue ich dir und dann mache ich das. Und vielleicht gibt es ja bei dir in diesem neuen Jahr, wo alles neu ist, das neue Jahr liegt vor dir wie so ein leeres Schulheft, ein leeres Blatt Papier, wo alles ganz, ganz viele Sachen passieren können. Und vielleicht sind da auch ein paar Sachen drin, wo du ein bisschen Bammel vorhast. Vielleicht kommst du dieses Jahr in die Schule und freust dich mega drauf, aber vielleicht, weißt du gar nicht, ob deine Freunde aus dem Kindi mit in die gleiche Klasse kommen. Oder vielleicht kommst du in eine neue Schule und weißt nicht, wie es da wird. Vielleicht stehen andere Sachen dieses Jahr bei dir an und du fragst dich, wie wird das alles? Lauter neue Sachen. Aber ich kann dir versichern, so wie Josef auf Gott vertraut hat, weil Gott bei ihm war. Und so wie ich versuche, auf Gott zu vertrauen, weil Gott bei mir ist, so kannst genau du auch in all diesen neuen Sachen auf Gott vertrauen, weil er es gut meint, weil er da ist. Und in allem Neuen, in all dem, was sich verändert, Gott immer noch da ist, Gott treu ist und Gott mit dir mitgeht. Und deswegen freue ich mich mega, dass du beim Online-Kigo dabei bist, dass du vielleicht dich auch traust, in neuen Sachen auf Gott zu vertrauen. Ich versuche das zumindest. Lass mich noch für uns beten, für mich für mein neues Jahr, für dich für dein neues Jahr und dann machen wir weiter. Großer Gott, und ich danke dir, dass du in allem Neuen da bist. Danke, Jesus, dass du mit mir hier bist in Sambia, in den neuen Situationen, wenn die neuen Leute kommen, wenn wir neue Verantwortung übernehmen können, wenn wir eine Jungschule, einen Kids Club starten können, dass du da dabei bist. Und Jesus, ich danke dir aber auch, dass du nicht nur bei mir bist hier in Sambia, sondern auch bei allen Kindern, da wo sie gerade sind, bei sich zu Hause oder unterwegs. Denk dir, dass du in allem Neuen da bist und dass sie sich auf dich verlassen können. Und Jesus, da siehst du manchmal, dass es ganz schön herausfordernd ist, dir zu vertrauen. Da hilfst du uns, dass wir in all dem Neuen mutig an dir dranbleiben können. Danke dir, dass du da bist, Jesus. Amen. Können wir ein Spiel spielen? Claro! Hi! 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 Habt ihr auch Lust, ein Spiel mitzuspielen?
Und zwar geht es beim Spiel so, es ist ein Spiel, bei dem die drei Jungs, die spielen es hier gegeneinander. Und entweder könnt ihr auf einen der drei Jungs tippen, wer gewinnt, oder ihr könnt das Spiel zu Hause mitspielen und dann schauen, ob ihr schneller seid als die drei Jungs. Und zwar spielen wir Bring mir. Okay, ich sage euch eine Sache, die ihr bringen sollt. Und weil die zwei Jungs hier nur Englisch können, Charles und Bubu, deswegen übersetzt Mika das ganz kurz dann. Und deswegen müsst ihr kurz warten, wenn ich sage zum Beispiel, bring mir einen Elefant, müsst ihr kurz warten. Dann übersetzt er Mika und dann sage ich go und dann geht's los für euch alle, okay? Okay, seid ihr bereit? Are you ready? Yes. Okay. Bring mir einen Stein, der größer ist als eure Hand. Okay, go. So, wir sind gespannt. Die Jungs rennen. Hier gibt es ganz nah eine Baustelle. Die habe ich ja schon gezeigt. Da bin ich gespannt. Oh, wer ist der Erste? Wer ist der Erste? Mika! Wow. Okay, ein riesiger Stein. Very good. Gut gemacht. Wir machen schon die nächste Runde, okay? Bringt mir ein großes Blatt, ein Blatt Papier oder ein Blatt von einem Baum. Und los geht's. Ganz schön schnell. Wir rennen hier ganz schön schnell. Ich weiß nicht, ob wir auch so schnell sind. Ich glaube, der Mika gewinnt schon wieder. Okay, seid ihr auch schon wieder zurück? Habt ihr ein Blatt Papier oder ein Blatt von einem Baum oder einer Pflanze? Bringt mir einen Stuhl. Los geht's! Okay, letzte Runde. Jetzt könnt ihr nochmal tippen, wer gewinnt von den drei Jungs. Und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Und zwar ist die Aufgabe, bringt mir eine leere Flasche. Und los geht's. Oh, ist ganz schön spannend. Ui, die rennen ganz schön weit. Auf wen tippt ihr? Tippt ihr auf den Charles oder auf den Mika? Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Oh, da kommt sie, die kommen gerannt, die kommen gerannt, die kommen gerannt. Oh, sie hat eine Glasflasche. Oh, auf den letzten Meter noch überholt worden. Auf den letzten Meter noch. Oh, Mika hat eine Trinkflasche. Und eine eine Sprite-Flasche. Und der letzte ist unterwegs. Seid ihr schon wieder mit einer Flasche? Ich weiß nicht, seid ihr schon da? Oh, ganz schön anstrengend. Ich hab's den Kindern im Online-Kino schon gesagt. Da liegt schon eine Flasche an. Very good, well done. Okay, ich hoffe, ihr habt zu Hause mitgemacht. Vielleicht habt ihr richtig getippt. Vielleicht habt ihr sogar mitgemacht beim Rennen. Wir machen eine kurze Pause und dann kommt noch ein Actionspiel. Bis gleich. Wir spielen Super Mario African Edition. Es ist so, Super Mario rennt wieder. Okay. Und manchmal kommt aber eine Schlange. Du musst auf die Schlange hüpfen. Okay? Und manchmal kommen Bananen. Dann musst du hochhüpfen, die Banane pflücken. Es kommt noch der Elefant. Und am Elefant muss man zwischen seinen Beinen durchrennen. So. Wenn dann am Schluss kommt das Krokodil, dann müssen wir 10-mal draufklappen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you ready? Yes. Yes, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Eine Schlange und eine Doppelbanane. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter. Ein Elefant und eine Schlange unter dem Elefant. Und weiter geht's, und hoch. Und eine Banane. Und nochmal eine Banane. Und eine Doppelbanane. Und eine Schlange. Und noch eine Schlange. Und nochmal ein Elefant. Oh, ein langer Elefant. Und wieder hoch. Und eine Schlange. Und eine Banane. Und nochmal eine Schlange. Noch eine Banane. Und da kommt das Krokodil. Wie oft das Krokodil? 10 Mal. 10 Mal. Okay, und
6, 7, 8, 9, 10. Oh, mega cool, dass ihr mitgemacht habt. Hammer, thank you. Ich habe ganz, ganz viel Spaß mit euch heute beim Online-Kigo. Wenn ihr mir schreiben wollt, dürft ihr es gerne machen. Markus.Müller@liebenzell.org. Und sonst wünsche ich euch einen richtig schönen 1. Januar noch. Ich freue mich, bald wieder von euch zu hören. Alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.